neues Automobil auf den Markt kommt und Sie es zum ersten Mal auf Ihrem Betriebshof sehen, gibt es Neugier, Überraschung, Diskussionen über technische Neuerungen, Kritik an diesem oder jenem, aber auch Bewunderung und Begeisterung. Wichtig ist jetzt, dass Sie diese Begeisterung auch auf unsere gemeinsamen Kunden übertragen. Denn nur so kann der neue Golf wieder zu einem großen Erfolg werden. Auf dem Weg zu diesem Erfolg haben schon sehr viele Menschen ihr Bestes getan. In der Forschung und Entwicklung mit neuen Konzepten. In der Produktion mit neu entwickelten Produktionsmethoden. In der Absatzförderung mit Ideen und Verkaufshilfen, um den neuen Golf ins rechte Bild zu setzen. Und schließlich im Kundendienst mit verbesserten Arbeitsmethoden und technischer Literatur, die Sie über alles Wissenswerte des neuen Golf informiert. Jetzt bitten wir um Ihren Einsatz und Ihre Hilfe, um diesen Weg zum Erfolg fortzusetzen. Dabei soll Ihnen dieses Videoprogramm helfen. Diese beiden Broschüren kennen Sie ja bereits. Ergänzend dazu zeigen wir Ihnen in diesem Videoprogramm im Abschnitt 1 12 gute Argumente für den neuen Golf. Im Abschnitt 2 die neuen Produktionsmethoden. Und im Abschnitt 3 wichtige Kundendienstarbeiten am neuen Golf, die neu oder anders sind als bisher. Der Golf. Seit seiner Markteinführung 1974 hält er Jahr für Jahr die Spitzenposition. Der neue Golf verbindet die Vorteile seines Vorgängers mit einer weiterentwickelten, zeitgemäßen Technik. Mit dem neuen Auto wird der Golferfolg bis in die 90er Jahre getragen. Hier die Argumente, dass dies gelingen wird. Golfargument Nummer 1. Die aerodynamische Karosserie. Durch konsequente Entwicklung im Windkanal entstand eine Karosserie mit hervorragenden aerodynamischen Eigenschaften. Mit einem CW-Wert von 0,34 für das Grundmodell, der Durchschnittswert der Wettbewerber liegt bei 0,42, hat der neue Golf die beste aerodynamische Karosserie aller Autos dieser Bauform. Dies wurde erreicht bei gleichzeitiger Innenraumvergrößerung und ohne Inkaufnahme irgendwelcher Nachteile. Golfargument Nummer 2, der Platzkomfort. Im Platzangebot hatten die jüngeren Wettbewerber den Golf bei einzelnen Maßen überholt. Jetzt ist der neue Golf wieder Klassenbester. Die Sitzverhältnisse wurden völlig überarbeitet. Die Innenlänge des neuen Golf ist nun fast so groß wie zum Beispiel die der 5er BMWs. Nun zur Innenbreite. Die Verbreiterung des neuen Golf und die den Raumanforderungen entsprechend geformten Türverkleidungen brachten eine Vergrößerung der Ellenbogenbreite bis zu 12 cm. Auch dazu im Vergleich das Ellenbogenmaß der 5er Reihe von BMW. Der Gepäckraum des neuen Golf ist um ein Drittel größer geworden und mit 336 Litern für das Reisegepäck einer ganzen Familie gut bemessen. Natürlich haben wir das damals von uns eingeführte Prinzip der Laderaumvergrößerung beibehalten und weiter verbessert. Mit umgeklappter Sitzbank wird der neue Golf mit 1,2 Kubikmeter Laderaum fast zum Variant. Die Sitzbank kann aber auch nur teilweise umgeklappt werden.
Die Ladekante wurde bis zur Heckleuchtenunterkante abgesenkt. Golfargument Nummer 3, die Motorenpalette. Das Angebot umfasst 2 Diesel-, 2 Normalbenzin- und 2 Superbenzinmotoren. Aus der lückenlosen Palette sollen besonders erwähnt werden der hochverdichtete 1,3-Liter-Motor und der im Drehmoment um 14% verbesserte 1,6-Liter-Motor. Neu ein laufruhiger 1,8-Liter 90 PS-Motor, der besonders durch seine Sparsamkeit auffällt. Golfargument Nummer 4, der niedrige Kraftstoffverbrauch. Der Verbrauch wurde durchweg reduziert. Alle Ottomotoren verbrauchen jetzt im Drittelmix um die 7 Liter, der leistungsstarke GTI-Motor 8 Liter. Die Wettbewerber verbrauchen bei gleicher Leistung über 1 Liter mehr und dazu in jedem Fall super. Die Dieselmotoren verbrauchen im Drittelmix weniger als 6 Liter. Diese Einsparungen werden auch durch die aerodynamische Güte der Karosserie erreicht. Der neue Golf braucht zum Beispiel bei 150 Kilometern pro Stunde 7 PS Antriebsleistung weniger und damit auch weniger Kraftstoff. Der niedrige Verbrauch und ein neuer 55-Liter-Tank verschaffen dem neuen Golf einen wesentlich größeren Aktionsradius. Damit bietet er seinem Besitzer Zeit- und Kostenvorteile. Mit dem 75 PS-Motor kann der neue Golf mit einer Tankfüllung, den Drittelmix zugrunde gelegt, fast 800 Kilometer fahren. Der Turbodiesel sogar 1000. Das ist weiter als von München nach Flensburg. Platz für den Tank wurde durch den Einsatz einer Neuerung geschaffen, die in den USA ihre Bewährungsprobe längst bestanden hat. Der neue Golf wird mit einem gewichts- und platzsparenden Reserverad geliefert. Golfargument Nummer 5, die Fahrleistungen. Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung und Elastizität wurden zum Teil erheblich verbessert. Schon der 1,3-Liter-Golf zum Beispiel fährt über 150 Kilometer pro Stunde. Golfargument Nummer 6, der wesentlich gesteigerte Komfort. Die Ansprüche der Käufer auf Sitz-, Raum- und Bedienungskomfort sind ständig gestiegen. Der neue Golf erfüllt diese hohen Ansprüche. Das Flächendesign der Instrumente und die ergonomische Anordnung aller Schaltelemente sorgen für eine gute, entspannte Atmosphäre am Fahrerarbeitsplatz. Neu das Bedienfeld der Lüftung und Heizung. Für alle Insassen wesentlich verbessert der Raum- und Sitzkomfort. Nun zum Geräuschkomfort. Ein hohes Geräuschniveau beeinflusst das subjektive Empfinden der Fahrzeuginsassen. Der 75 PS Golf zum Beispiel ist bei 130 Kilometern pro Stunde im Vergleich zu seinem Vorgänger 3 dBA leiser. Das bedeutet eine Schalldruckreduzierung um 50%. Erreicht wurde dies durch viele zum Teil aufwendige Maßnahmen. Die Abrollgeräusche wurden zum Beispiel durch neue Achsaufhängungen wirksam reduziert. Der Federungskomfort wurde ebenfalls ganz entscheidend verbessert. Und dies bei einer weiteren Verbesserung des ohnehin guten Fahrverhaltens des Golf. Aber auch guten Federungskomfort bieten und die Abrollgeräusche nicht auf die Karosserie übertragen. Diese fast gegenläufigen Anforderungen erfüllt die Vorderachse des neuen Golf durch saubere Geometrie und elastische Lagerung. Beim Überfahren von Straßenunebenheiten sorgt jetzt ein weiches hinteres Lager des Querlenkers für ein Nachgeben des Rades in Fahrzeuglängsrichtung.
Das Rad kann nun weich abrollen und Störungen, die eine Richtungsänderung bewirken würden, werden selbsttätig ausgeglichen. Die Hinterachse. Der Golf war das erste Auto mit der Verbundlenker-Hinterachse. Inzwischen wird dieses Achsprinzip wegen der vielen Vorteile von anderen Automobilherstellern nachgebaut. Der neue Golf hat eine weiterentwickelte Achse mit den aus der Passat-Santana-Klasse bekannten spurkorrigierenden Lagern. Damit hat er bei hohem Abrollkomfort einen noch besseren Geradeauslauf und ein noch besseres Fahrverhalten in Kurven. Golfargument Nummer 8, die Sicherheit. Der neue Golf erfüllt alle Sicherheitsvorschriften der EG, der USA und aller anderen Importländer. Im neuen Golf sind alle Erkenntnisse jahrzehntelanger Sicherheitsforschung eingebracht worden. Er bietet seinen Insassen für alle vorkommenden Unfallarten den bestmöglichen Schutz. Golfargument Nummer 9, die Qualität. Alle Entwicklungsbemühungen hatten das Ziel, den hohen Qualitätsstandard des Golf zu sichern und ihn wesentlich zu verbessern. Die Konstruktion wurde von der angestrebten Fertigungsqualität ganz wesentlich beeinflusst. Umfangreiche Versuche und Erprobungen haben die Richtigkeit des Entwicklungskonzeptes bestätigt. Beispiel der Korrosionsschutz. Während seiner Vorentwicklung hatte der neue Golf in den modernsten und teuersten Korrosionsschutzversuchsanlagen der Welt Torturen zu überstehen, die ihn innerhalb von 3 Monaten reproduzierbar 6 Jahre altern ließen. In einer beispiellosen Versuchsreihe wurde jede Schwachstelle entdeckt und beseitigt. Der neue Golf dürfte das gegen Rost am besten geschützte Automobil sein. Mehr Qualität durch die Anwendung neuer Materialien. Die Abgasanlage zum Beispiel hat durch die Verwendung von feueraluminiertem Stahl und von Edelstahl im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen die doppelte Lebensdauer. Eine längere Lebensdauer haben auch die in ihrer Fläche um ein Drittel vergrößerten und asbestfreien Bremsbeläge der Faustsattelbremse, mit der jetzt alle Golftypen ausgestattet sind. Der GTI hat, der höheren Leistung angepasst, jetzt vorn und hinten Scheibenbremsen. Eine Wertsteigerung bedeutet auch die neue Heizung des Golf. Bisher wurde die Temperatur im Wageninnern durch Veränderung der Wassertemperatur im Heizungswärmetauscher geregelt. Nachteile: das verzögerte Ansprechen und Temperaturschwankungen bei Geschwindigkeitsänderungen. Die neue Heizung arbeitet nahezu geschwindigkeitsunabhängig. Und sie reagiert spontan, weil der Wärmetauscher ständig von heißem Wasser durchströmt wird und die gewünschte Temperatur durch das Mischen von heißer und kalter Luft eingestellt wird. Die Seitenausströmer werden jetzt auch mit warmer Luft versorgt. Dadurch werden die Seitenscheiben bei ungünstiger Witterung ebenso schnell von Wasserbeschlag oder Eis befreit wie die Frontscheibe. Golfargument Nummer 10. Der Vorsprung vor der Konkurrenz. Der Golf hat jede Menge Konkurrenz, mit der kann er aber leben. Ernstzunehmende Wettbewerber sind besonders der Opel Kadett und der Ford Escort. Der Kadett wird es in Zukunft schwer haben neben dem neuen Golf. Die Ausstattung des Kadett ist einfacher. Sitze, Lüftung und Heizung sind nur mittelmäßig. Selbst in der Luxusversion sieht zum Beispiel die Türverkleidung so aus. Das Fahrverhalten des Opel Kadett wird allgemein als gut bewertet. Das Fahrverhalten des neuen Golf ist in jeder Hinsicht mindestens ebenbürtig, was den Komfort angeht jedoch eindeutig überlegen. Diese Bilder, die unter exakt gleichen Bedingungen entstanden sind, sprechen für sich. Der Fahrerplatz des Ford Escort entspricht nicht den Erfordernissen der Ergonomie. Beim Escort wie beim Kadett die Gurtschlösser an langen Peitschen.
Auf der gleichen Pflasterstraße, auf der vorhin der neue Golf zu sehen war, werden die Federungsschwächen des Escort sichtbar. Der Hydropulsprüfstand zeigt gnadenlos die mangelnde Bodenhaftung und die daraus resultierende Geradeauslaufschwäche. Vergleich des Innengeräusches bei 70 km pro Stunde im vierten Gang auf einer Pflasterstraße. Golfargument Nummer 11, die Kostenvorteile. Der neue Golf ist in vielen Ausstattungsdetails umfangreicher und wertvoller geworden. Damit ist sein Gebrauchswert gestiegen. Durch den niedrigeren Kraftstoffverbrauch, durch die höhere Lebensdauer, zum Beispiel der Bremsen und der Abgasanlage, sowie durch den umfangreichen Korrosionsschutz und durch einen geringeren Wartungsaufwand, bietet er errechenbare Betriebskostenvorteile. Auch der Wiederverkaufswert wird wesentlich über dem vieler anderer Autos liegen. Golfargument Nummer 12, die breite Angebotspalette. Den neuen Golf wird es wieder vom C bis zum GTI geben. Über die bisherigen Sonderausstattungen hinaus werden jetzt zum Beispiel auch elektrische Fensterheber, eine Zentralverriegelung und eine Servolenkung angeboten. Geplant ist eine GLX-Version, die alle Komfortmerkmale in sich vereinigen wird. Wolfsburg, Halle 54. Eine der modernsten Montagefabriken der Welt. Für den neuen Golf. 100.000 Quadratmeter Nutzfläche für die hochautomatisierte Komplettierung von 3.000 Karosserien pro Tag. Neue Dimensionen auch bei der Herstellung der Karosserien im Rohbau. Deshalb ein Blick zurück in die Halle 2 des Wolfsburger Werkes. Hier entsteht auf einer mehr als 100 Meter langen Rohbaustraße im 15-Sekunden-Takt vollautomatisch der enorme Tagesbedarf von 3000 Rohkarosserien. Die Automaten, Transportsysteme und Schweißroboter sind zum großen Teil eigene Entwicklungen, maßgeschneidert für den neuen Golf. Diese Fertigungstechnologie ist optimal ausgelegt für große Stückzahlen.
Der hohe Automatisierungsgrad erfordert bereits bei der Fertigung der Einzelteile äußerste Präzision. Hier werden sie zusammengefügt und verbunden. Toleranzbereich wenige Zehntel Millimeter. Im Gegensatz zum herkömmlichen Automobilbau werden die Karosserien nicht nur stichprobenweise vermessen, sondern jede einzelne durchläuft eine automatische Messstation mit elektronischer Messwertaufnahme und Verarbeitung. Abweichungen von der vorgegebenen Toleranz werden sofort erkannt und können in der laufenden Produktion korrigiert werden. Dies sind montagefertige Karosserien, mehrfach grundiert, lackiert und in aufwendigen neuen Verfahren gegen Korrosion geschützt. Eine Wachsflutung bis in die letzten Hohlräume gehört dazu. Das 40 Meter hohe Stapelhaus fasst 1000 Karosserien aller Modellvarianten. Computer sind die Verwalter dieses riesigen Pufferlagers und beliefern die Vormontage im richtigen Augenblick mit der richtigen Karosserie. Rechner helfen den Mitarbeitern, 5 parallele Montagelinien optimal auszulasten. Jede einzelne Linie mit 300 Autos pro Schicht, 600 am Tag. Insgesamt 3000 Golf täglich. 60 Takte manuelle Arbeit. Die Lenkung wird montiert. Scheiben werden eingesetzt. Armaturentafeln montiert. Anspruchsvolle neue Arbeitsplätze schafft die Datenverarbeitung. Sie steuert den Zusammenbau der Aggregate unter dem Blech. Der Computer fordert die Zulieferteile an, leitet sie weiter zu den Automatenstationen und gibt den Maschinen ihre Montageanweisungen. Dazu einige Beispiele. Hier automatischer Zusammenbau von Getrieben und Gelenkwellen auf dem Rundtisch. Der Automat prüft jede einzelne Schraube, bevor er sich selbst das Okay gibt, sie einsetzt und anzieht. Das Drehmoment aller Schrauber ist programmiert und immer genau gleich. Alle 20 Sekunden kommt ein Motor zur Triebwerkstraße. Automaten und Roboter setzen die Lichtmaschine an, legen den Keilriemen auf und spannen ihn, bauen Motor und Getriebe zusammen, montieren den Starter. Einlegen, fügen, ausrichten, spannen, verschrauben. Automaten machen all diese Arbeiten mit gleichbleibender Genauigkeit, mit absoluter Präzision. Die automatisierte Produktion setzt vollkommen neue Abläufe voraus, die schon bei der Konstruktion des neuen Golf berücksichtigt wurden. Beispiel der Triebsatz. Motor und Getriebe, Antriebswellen, Lenkgetriebe werden auf einem Hilfsrahmen zu einer Einheit komplettiert. Spur und Sturz werden automatisch eingestellt, mit geringstmöglicher Toleranz. Das schafft eine ganz neue Qualitätssicherheit.
Sinnvoll eingesetzte Automatisierung sichert die Wettbewerbsfähigkeit. Automatisierung bedeutet hohe Produktivität bei stets gleichbleibend hohem Qualitätsniveau. Human gestaltete Arbeitsplätze. Hier hebt ein Roboter 34 Kilogramm schwere Vorderwagen, die früher 4 Werker tragen mussten. Batterien werden von Robotern eingesetzt und präzise verschraubt. Für besseren Korrosionsschutz werden die Türen verklebt statt verschweißt. Den Kleber verstreicht ein Roboter. Ihn stören keine Dämpfe. Er sichert ein neues Qualitätsniveau. Täglich müssen 18.000 Meter Bremsleitungen für den neuen Golf gebogen werden. Präzision, die lebenswichtig ist. Neu konstruierte Automaten machen diese Arbeit schnell, exakt und wirtschaftlich. Kraftstoffbehälter für den neuen Golf. Die Verformbarkeit des Kunststoffes ermöglicht optimale Raumausnutzung. Die Tanks werden automatisch positioniert und verschraubt. Manuelle Überkopfarbeit wird vermieden. Der fertig montierte Triebsatz wird in der vorn offenen Karosserie millimetergenau positioniert und verschraubt. Auch die Hinterachse wird automatisch montiert. Aus Scheinwerfern, Grill, Signalhorn, Fanfare, Haubenverschluss, Abschlussblech und Emblem entsteht weitgehend mechanisiert die Frontpartie. Die Scheinwerfer werden schon hier automatisch eingestellt. Die komplette Golffront wird von einem hochentwickelten Automaten an den Vorderwagen gesetzt. Roboter sind vielseitig. Dieser hier ist auf das Einlegen und Festschrauben des Reserverades programmiert. Automatische Montage der Räder. Der Automat bringt die Räder in Position und verschraubt sie mit programmiertem Drehmoment. Faszinierender Blick in neue Produktionstechniken. Modernster Automobilbau im Volkswagenwerk in Wolfsburg. Im dritten Teil dieses Videoprogramms zeigen wir Ihnen die wichtigsten Kundendienstarbeiten am neuen Golf, die neu oder anders sind als bisher. Wir haben dieses Programm in 4 Abschnitte geteilt. Nach jedem Abschnitt sollten Sie das Band anhalten und die gezeigten Arbeiten am besten gleich an einem Fahrzeug oder an den entsprechenden Teilen ausprobieren. Beginnen wir mit einer Neuerung, die Sie ja bereits aus dieser Broschüre kennen. Die abnehmbare Frontpartie. Zunächst wird das Kunststoffgitter ausgeklipst. Dann können Sie den Seilzug für das Deckelschloss aushängen. Dieser Seilzug ist vorn mit einer Kugel versehen und nicht mehr einstellbar. Nachdem dann noch die Halterung ausgeklipst wird, ist der Seilzug von der Frontpartie getrennt. Danach nehmen Sie die Schraube unterhalb der Stoßstange heraus, die oberen Halter für den Kühler und die oberen Schrauben. Dann lässt sich das ganze vordere Teil abnehmen. Wir haben natürlich die Schrauben vorher mit einem Schlüssel gelöst, nur deshalb sieht das hier so leicht aus.
Als nächstes kann der Kühler ausgebaut werden. Selbstverständlich muss vorher das Kühlwasser abgelassen sein. Der Kühler lässt sich dann sehr einfach herausnehmen. Der gesamte Motorraum ist jetzt für weitere Arbeiten hervorragend zugänglich. Der neue Golf hat eine geänderte Aggregatelagerung mit besonders großdimensionierten Gummimetalllagern. Damit Sie mehr erkennen können, haben wir die Aufnahmen an einer Montageeinheit aus der Produktion gemacht. Fahrtrichtung ist links. An diesen drei Stellen sind Motor und Getriebe gelagert. Es ist wichtig, beim Anziehen der Schrauben eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten, denn sonst kann es zu Verspannungen kommen, die dann Geräusche verursachen. Als erstes werden die beiden hinteren Lager festgezogen und zuletzt das vordere. Beim Ausbau des Motors bleiben allerdings die beiden hinteren Lager mit dem Träger fest verbunden und nur die oberen Schrauben werden gelöst. Das vordere Lager muss komplett herausgenommen werden. Die Befestigungsschraube des Lagers ist selbstsichernd und muss unbedingt nach Arbeiten an diesem Lager durch eine neue Schraube ersetzt werden. Müssen auch die anderen Lager einmal ausgetauscht werden, wird ihre Position bei gelösten Schrauben durch Ruckeln am Motor verspannungsfrei ausgemittelt und danach wieder in der beschriebenen Reihenfolge festgezogen. Auch die CO-Einstellung am Golf ist einfacher geworden, weil das Luftfilter zur Einstellung nicht mehr abgenommen werden muss. Im Luftfiltergehäuse befindet sich ein Stopfen, den Sie abziehen können und so an die CO-Schraube gelangen. Nachdem Sie wie üblich mit diesem Spezialwerkzeug die gelbe Sicherungskappe entfernt haben, können Sie die Einstellung vornehmen. Der Idealwert liegt bei 1,0 Volumenprozent. Vergessen Sie nach der Einstellung nicht, wiederum mit einem entsprechenden Spezialwerkzeug die CO-Schraube mit einer blauen Kappe zu sichern. Falls es Ihnen bei einer Einstellung einmal nicht gelingt, den Wert 1,0 plus minus 0,5 Volumenprozent einzuhalten, kann die Ursache dafür eine Verschmutzung an der Spitze der CO-Schraube sein. Der Golf hat, wie Sie auch schon wissen, einen neuen Kunststofftank, dessen B- und Entlüftungsventile Sie gegebenenfalls überprüfen müssen. Dieses Entlüftungsventil wird geschlossen, wenn zum Betanken der Deckel entfernt wird, weil sonst über diese Leitung beim Tanken Kraftstoff austreten könnte. Das Schwerkraftventil sorgt dafür, dass bei extremer Schräglage oder bei umgekipptem Fahrzeug kein Kraftstoff auslaufen kann. Bevor Sie die beiden Ventile überprüfen können, muss zunächst der Sicherungsring, der Tankdeckel und die Gummimanschette entfernt werden. Das Schwerkraftventil müssen Sie zum Prüfen ausbauen. Achten Sie dabei auf diese Gummidichtung, die beim Einbau auf jeden Fall vorhanden sein muss, denn sonst ist trotz einwandfreier Funktion des Ventils die Auslaufsicherung nicht gewährleistet. Mit einem Hilfsschlauch prüfen Sie nun, ob das Ventil bei einer Schräglage von ca. 45 Grad schließt. Ist das nicht der Fall, muss das Ventil ausgetauscht werden. Das Entlüftungsventil kann im eingebauten Zustand geprüft werden. Wir zeigen Ihnen diesen Vorgang am ausgebauten Tank, damit Sie ihn besser erkennen können. Ebenfalls mit einem Hilfsschlauch pusten Sie in das Ventil hinein und prüfen auf diese Weise, ob es bei abgenommenem Deckel sperrt und ob bei eingeschraubtem Deckel der Entlüftungsweg frei ist. Der Geber für die Kraftstoffanzeige ist ebenfalls neu.
Durch die Ausdehnungsfähigkeit des Kunststofftankes musste ein Gebersystem entwickelt werden, welches sich der jeweiligen Ausdehnung des Tanks anpasst. Der untere Teil des Gebers liegt am Tankboden an und gewährleistet so immer eine genaue Anzeige. Achten Sie beim Zusammenbau besonders darauf, dass diese Gummidichtung grundsätzlich separat bis zur oberen Dichtlippe eingebaut wird. Wenn Sie diesen Dichtring zusammen mit dem Geber einbauen, kann es vorkommen, dass sich die Dichtlippen verklemmen und die Öffnung somit undicht wird. Ein weiterer Punkt, den Sie beim Zusammenbau beachten müssen, sind diese beiden Pfeilmarkierungen, die in jedem Fall übereinstimmen müssen. Fassen wir diesen Teil noch einmal zusammen. Der neue Golf hat eine abnehmbare Frontpartie, bei der zunächst das Kunststoffgitter entfernt wird. Dann der Seilzug für das Deckelschloss und schließlich der gesamte vordere Teil. Danach kann der Kühler ausgebaut werden. Motor und Getriebe sind an drei Punkten aufgehängt, die bei Arbeiten an diesen Aggregaten in dieser Reihenfolge wieder angezogen werden müssen. Wenn Sie diese Reihenfolge nicht beachten, kann es zum Motorbrummen kommen. Um den Motor ausbauen zu können, müssen bei den zwei hinteren Lagern nur die oberen Schrauben gelöst und das vordere vollständig ausgebaut werden. Ist es notwendig, die Lager zu wechseln, wird durch Ruckeln des Motors die Position verspannungsfrei ausgemittelt und danach die Lager in beschriebener Reihenfolge wieder festgezogen. Die CO-Einstellung ist einfacher geworden, weil nur noch ein Stopfen aus dem Luftfiltergehäuse entfernt werden muss. Der Wert liegt bei 1,0 plus minus 0,5 Volumenprozent. Durch Verschmutzung an der Spitze der Einstellschraube kann es vorkommen, dass dieser Wert nicht erreicht werden kann. Am neuen Kunststofftank gibt es zwei Ventile, die Sie gegebenenfalls überprüfen müssen. In eingebautem Zustand prüfen Sie durch Hineinblasen, ob das Entlüftungsventil schließt und öffnet. Das Schwerkraftventil muss ausgebaut und in gleicher Weise geprüft werden. Bei einer Neigung von ca. 45 Grad muss das Ventil schließen. Beim Einbau des Gebers für die Tankanzeige muss der Dichtring unbedingt vorher eingebaut werden, damit die Dichtlippen nicht beschädigt werden oder verklemmen. Außerdem müssen diese beiden Markierungen nach dem Einstecken des Gebers übereinstimmen. In der jetzt folgenden Übungspause arbeiten Sie bitte den ersten Teil Ihres Arbeitsheftes durch und führen die gezeigten Arbeiten am Fahrzeug aus. Die selbstnachstellende Kupplung arbeitet über ein Zahnsegment, eine Sperrklinke und eine Drehfeder. Sie passt sich der jeweiligen Kupplungsabnutzung an. Wir zeigen Ihnen alle Arbeiten an dieser Kupplung an einem Modell. Beim Zurückgehen legt sich die Sperrklinke an diesem Anschlag an und wird dadurch von dem Zahnsegment abgehoben. Beim Treten der Kupplung drückt diese Feder die Sperrklinke wieder auf das Zahnsegment. Bei Kupplungsverschleiß greift die Sperrklinke immer in die nächste Lücke des Zahnsegmentes und spannt so das Kupplungsseil. Um das zu verdeutlichen, haben wir es hier etwas übertrieben dargestellt. Soll das Kupplungsseil ausgewechselt werden, wird das Zahnsegment entgegen der Federspannung nach vorn gedrückt und mit Hilfe der Sperrklinke arretiert. Jetzt lässt sich der Seilzug aushängen. Das Zahnsegment wird wieder entspannt und das Seil nach vorn herausgenommen. Beim Einbau eines neuen Seils spannt sich das System selbsttätig. Für den Ausbau der Übertodpunktfeder gibt es ein neues Werkzeug. Das Werkzeug wird um die Feder gelegt, die Sicherungsfeder abgenommen und der Fußhebel so weit betätigt, bis die Feder mit dem Werkzeug nach unten herausgenommen werden kann.
Das Herausnehmen und Einsetzen der Übertotpunktfeder aus dem oder in das Werkzeug geht mit Hilfe eines großen Schraubenziehers. Das ist die neue Abfangvorrichtung für den Motor, falls einmal das Getriebe separat ausgebaut werden soll. Wichtig ist beim Aufsetzen, dass die Gewindehaken senkrecht hängen und dass die Auflageflächen auf diesen beiden Schrauben des Kotflügels aufliegen. Wenn die Stütze fest auf ihrer Position steht und seitlich kein Spiel mehr hat, können Sie den Motor einhaken und die großen Flügelmuttern vorspannen. Dann wird der Motor von den Lagern getrennt und ruckweise nach rechts gezogen und anschließend auf der Getriebeseite abgesenkt. So ist jetzt das Getriebe gut zugänglich und kann, nachdem alle Schrauben gelöst sind, nach unten herausgenommen werden. Für dieses Getriebe gibt es ebenfalls ein neues Werkzeug, einen Eintreibdorn für den Simmering der Flanschwelle. Auch für das Automatikgetriebe gibt es ein neues Werkzeug, das jedoch auch für Schaltgetriebe verwendbar ist. Es dient zum Einbau der Flansche für die Antriebswellen. Die Einstellung der Schaltung des neuen Golf hat sich sehr vereinfacht. Nachdem die obere Verkleidung vom Schalthebel entfernt ist, wird die Schaltung in Leerlaufstellung gebracht und vorn im Motorraum diese Schelle gelöst. Danach wird von oben an dem Schalthebel die neue Leere 3104 für das 020-Getriebe eingelegt und danach die Schelle im Motorraum wieder festgezogen. Die Leere 3104 unterscheidet sich nur wenig von der Leere 3105, die für das 084-Getriebe vorgesehen ist. Fassen wir diesen Teil noch einmal zusammen. Der neue Golf hat eine selbst nachstellende Kupplung. Soll das Kupplungsseil ausgetauscht werden, müssen Sie das Zahnsegment vorspannen und mit der Sperrklinke arretieren. Dann lässt sich das Seil aushängen. Zum Ausbau der Übertotpunktfeder gibt es ein neues Werkzeug. Ebenfalls neu ist die Abfangvorrichtung für den Motor, falls einmal das Getriebe ausgebaut werden soll. Wichtig ist bei der Anwendung dieses Werkzeuges, dass die Spindeln senkrecht hängen und die beiden seitlichen Stützen auf jeweils diesen beiden Schrauben des Kotflügels stehen. Nach Lösen der Motorlager kann der Motor nach rechts gezogen werden. Danach lässt sich das Getriebe nach unten herausnehmen. Für dieses Getriebe gibt es ebenfalls ein neues Werkzeug. Einen Eintreibdorn für den Dichtring der Flanschwellen. Neu ist auch das Werkzeug zum Einziehen der Flansche für das Automatikgetriebe. Das Einstellen der Schaltung zeigen wir Ihnen hier noch einmal an der Montageeinheit für die Produktion. Nachdem die Schaltung in Leerlaufstellung gebracht ist, wird vorn im Motorraum die Schelle an der Schaltstange gelöst. Dann wird von oben die Leere eingelegt und die Schelle wieder festgezogen. Achten Sie bei der Leere auf die richtige Teilenummer. Bitte halten Sie das Band jetzt an und führen die Übungen des zweiten Teils durch. Im dritten Teil zeigen wir Ihnen Arbeiten und Werkzeuge für Vorder- und Hinterachse. Der Sturz an der Vorderachse ist konstruktiv vorgegeben und wird vom Kundendienst nicht mehr eingestellt. Bei Arbeiten am Achsgelenk müssen Sie die Lage der Schrauben kennzeichnen oder die Position des Achsgelenks aufgrund der Schraubenabdrücke ermitteln und in dieser Position wieder festziehen. Nur wenn der Querlenker ausgetauscht werden muss, wird die Position des Achsgelenks in den Langlöchern ausgemittelt und festgezogen. Wie Sie schon wissen, hat der Querlenker ein neues Gummimetalllager. Damit dieser Effekt, nämlich Stöße aus der Längsrichtung zu dämpfen, wirksam wird, muss beim Einbau dieses Lagers einiges beachtet werden. Da der Querlenker sowohl für die rechte als auch für die linke Fahrzeugseite verwendet werden kann, müssen Sie beim Einbau darauf achten, dass das Gummimetalllager immer mit dem Anschlagring nach oben eingesetzt wird, um Korrosion zu vermeiden.
Auch die Übereinstimmung dieser beiden Markierungen ist sehr wichtig, wobei diese nierenförmige Öffnung zur Fahrzeugmitte zeigt, denn sonst kann die Dämpfung nicht wirksam werden. Für das neue Radlagergehäuse gibt es auch ein neues Werkzeug, um Vorderradnabe und Radlager auszudrücken. (3111) ist die Nummer des neuen Werkzeuges zum Aus- und Einbau des Gummimetalllagers an der Hinterachse. Dieses Werkzeug besteht aus mehreren Teilen. Zum Ausbau benötigen Sie dieses Führungsstück. Beim Einbau müssen Sie beachten, dass dieser Sektor des Gummimetalllagers nach vorn zeigt. Diese beiden Führungsteile sind für das Einziehen notwendig. Das Lager soll so weit eingezogen werden, dass es auf der Gegenseite um 8 mm herausragt. Beim Einbau der Hinterachse werden zunächst die Befestigungsschrauben nur handfest angezogen, die Hinterachse ausgemittelt und die Schrauben der rechten Seite mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festgezogen. Auf der linken Seite werden danach zwei Montierhebel angesetzt, um die Achse nach rechts drücken zu können. Das Gummimetalllager sollte bis auf einen kleinen Spalt an den Lagerbock herangedrückt werden. In dieser Position wird dann auch die linke Seite der Hinterachse festgezogen. Auf diese Weise mittelt sich die Hinterachse mit gleicher Vorspannung der Gummimetalllager aus. Hier noch einmal den Teil 3 in der Zusammenfassung. Da der Sturz konstruktiv vorgegeben ist und vom Kundendienst nicht mehr eingestellt werden muss, ist es bei Arbeiten am Achsgelenk wichtig, dass Sie die Schrauben beim Zusammenbau an die gleiche Position bringen wie vorher. Nur beim Austausch des Querlenkers muss das Achsgelenk in den Langlöchern ausgemittelt und danach festgezogen werden. Beim Einbau des Gummimetalllagers ist darauf zu achten, dass der Anschlag immer oben liegt und dass diese beiden Markierungen übereinstimmen, sodass die nierenförmige Öffnung zur Fahrzeugmitte zeigt. Das Radlagergehäuse ist neu und es gibt zum Aus- und Einbau der Nabe und des Radlagers ein neues Werkzeug. Auch für die Hinterachse gibt es ein mehrteiliges neues Werkzeug. Beim Einziehen des Gummimetalllagers achten Sie bitte auf richtige Einbaulage und darauf, dass das Lager auf der Gegenseite um 8 mm herausragt. Wenn Sie die Hinterachse einbauen, wird sie zunächst ausgemittelt, auf der rechten Seite festgezogen, dann auf der linken Seite mit Hilfe von zwei Montierhebeln nach rechts gedrückt, bis das Lager fast am Lagerbock anliegt. In dieser Position wird die Hinterachse dann festgezogen. Halten Sie das Band jetzt bitte an und führen die Arbeiten durch, die im Teil 3 des Übungsheftes angegeben sind. Eines der äußeren Merkmale des neuen Golf ist die Regenleiste aus Gummi. Ist sie defekt oder soll sie aus anderen Gründen abgenommen werden, beginnen Sie am hinteren Ende mit der Arbeit. Dann wird die Gummidichtung auf der gesamten Länge herausgezogen. Mit diesem Spezialwerkzeug können Sie dann die Regenleiste heraushebeln. Dann lässt sich die Leiste abnehmen. Jetzt sollten Sie die Kunststoffhalter gerade richten und beschädigte Halter ersetzen. Die Position dieser Halter wird mit einem weichen Bleistift gekennzeichnet, denn nur an diesen Stellen wird anschließend die neue Leiste festgeschlagen. Bevor Sie jedoch die neue Gummileiste aufsetzen, muss die untere Gummiwulst mit einem Gleitmittel eingestrichen werden. Dann setzen Sie die Leiste so auf, dass die untere Dichtlippe zum Türrahmen, hier an der C-Säule der hinteren Tür, einen Spalt von ca. 2 mm aufweist. Bei zweitürigen Fahrzeugen ist dieses Ende natürlich zur B-Säule auf 2 mm Abstand auszurichten. Jetzt können Sie die untere Gummikante hineindrücken. Dieser Montagekeil ist neu und dient zum Festschlagen der Leiste. Mit einem Schlag auf das Ende arretieren Sie zunächst die Leiste.
Dann schlagen Sie mit Hilfe des Keils an den vorher mit Bleistift markierten Stellen die Leiste auf die Kunststoffhalter. Beachten Sie dabei, dass Sie nicht zwischen den Markierungen auf die Leiste schlagen, denn sonst könnte sie sich verformen. Um Türen, die nicht fluchten, richten zu können, gibt es ein neues Werkzeug. Das gilt auch für den Audi 100, bei dem diese Schraube benutzt wird. Für Golf und Passat ist es diese Schraube, die jeweils in Verbindung mit dem Hebel zum Richten benutzt wird. Zunächst drehen Sie die Scharnierschraube heraus und ersetzen sie durch die entsprechende Richtschraube, die fest angezogen werden muss. Damit im Lack keine Risse entstehen, ist es wichtig, dass Sie das Scharnier vor dem Richtvorgang mit Kunstharzverdünnung einstreichen, ein wenig einwirken lassen und den Lappen anschließend um das Scharnier legen. Jetzt können Sie vorsichtig das Scharnier richten. Das Ergebnis: eine einwandfrei passende Tür. Soll die Stoßstange demontiert werden, müssen Sie darauf achten, dass nur diese beiden Rippschrauben gelöst werden. Auch im Reparaturfall müssen wieder Rippschrauben verwendet werden. Diese beiden Schrauben halten den Motorträger und dürfen auf keinen Fall gelöst werden. Die Stoßstangen des neuen Golf bestehen aus zwei Teilen. Es kann vorkommen, dass nur eines der beiden Stoßstangenteile ersetzt werden muss. Damit Sie die beiden Teile zusammenpressen können, gibt es ein neues Werkzeug, welches auch aus zwei Teilen besteht. Ohne dieses Aufsatzteil nimmt das Werkzeug die Mitte der Stoßstange auf. Sie beginnen den Einpressvorgang in der Mitte und gehen jeweils zu den Seiten vor. Dort, wo an der Stoßstange die Nummernschildaufnahme aufhört, wird nun das zweite Teil des Werkzeuges aufgelegt und stützt so den weiteren Einpressvorgang ab. Der neue Golf hat, wie Ihnen ja auch schon bekannt ist, einen Fertighimmel. Dieser Himmel unterscheidet sich im Prinzip kaum von dem des Passat. Diese Leiste ist zusätzlich und muss vor der Demontage abgenommen werden. Das Ausklipsen geschieht in gleicher Weise wie beim Passat. Anschließend wird der Himmel nach hinten herausgenommen. Noch eine Bemerkung zur Batterie. Wie Sie ja schon im Film über die Produktion gesehen haben, wird die Batterie automatisch eingebaut und ist aus fertigungstechnischen Gründen sehr nahe am Kotflügel. Deshalb befindet sich zum Schutz gegen eintretendes Regenwasser dieser Deckel auf der Batterie. Achten Sie deshalb darauf, dass nach allen Arbeiten an der Batterie dieser Deckel unbedingt wieder aufgesetzt werden muss. Dieses Werkzeug dient zum Aus- und Einbau der Kühlmittelpumpe und des Generatorhalters beim Dieselmotor. Es ist leicht mit einem handelsüblichen Werkzeug zu verwechseln und unterscheidet sich nur durch den verkürzten Sechskant vom handelsüblichen. Fassen wir diesen Teil noch einmal zusammen. Für den Abbau der Regenleiste gibt es ein neues Werkzeug. Wenn die Leiste entfernt ist, stellen Sie die Halter gerade und markieren diese Position mit einem weichen Bleistift. Die neue Leiste wird an der unteren Gummiwulst mit einem Gleitmittel eingestrichen. Die Leiste wird so aufgesetzt, dass zwischen dem Ende der Dichtlippe und dieser Stelle an der Türöffnung ein Spalt von ca. 2 mm ist. Nach Aufklemmen des Gummis wird die Leiste mit Hilfe dieses neuen Kunststoffkeils an den vorher markierten Stellen aufgeschlagen. Zum Richten der Türen gibt es dieses neue Werkzeug.
Nachdem die Schraube am Scharnier herausgenommen ist, kann sie durch die entsprechende Werkzeugschraube ersetzt werden, die fest angezogen sein muss. Vor dem eigentlichen Richtvorgang muss das Scharnier unbedingt mit Kunstharzverdünnung eingestrichen werden. Beim Ausbau der Stoßstange ist darauf zu achten, dass nur diese beiden Schrauben gelöst werden, weil die anderen beiden Schrauben den Aggregateträger halten. Für das Zusammenpressen der zwei Stoßstangenteile ist dieses zweiteilige Werkzeug vorgesehen. Der neue Fertighimmel ist dem des Passat sehr ähnlich und wird wie dieser ausgebaut. Nach Arbeiten an der Batterie muss dieser Deckel unbedingt wieder aufgesteckt werden. Bevor Sie die Aufgaben der Übung 4 lösen, noch ein Hinweis zur KD-Literatur. Mit Einführung des neuen Golf erscheint auch ein neuer Stromlaufplan. In einem Ordner sind Stromlaufpläne und Fehlersuchprogramme zusammengefasst und durch ein Register leicht aufzufinden. Im DIN A4-Format auf Kunststoffpapier sind jetzt die Stromlaufpläne funktionsorientiert aufgeteilt. Das heißt, dass jeder Stromlaufplan einer bestimmten Baugruppe in sich abgeschlossen ist. Mit eigener Legende. Mit Hinweisen auf Relaisplatzbelegung. Und mit Angabe der Anschlüsse für die Steckverbindungen. In Zukunft gibt es also die langen Stromlaufpläne nicht mehr. Aber all diese Details erklärt Ihnen eine ausführliche Gebrauchsanweisung. Für den Golf gibt es 16 Fehlersuchprogramme, von denen Sie 11 in diesem Ordner finden. Die mit dem Sternchen gekennzeichneten Stromkreise werden mit dem System VAG 1466 geprüft. Die Fehlersuchprogramme in diesem Ordner gibt es in der Schrift- oder Symbolform. Sie unterscheiden sich jedoch nicht im Aufbau und in der Vorgehensweise voneinander. Das war's über den neuen Golf. Lösen Sie nun die Aufgaben der Übung.